Aber was soll's. So ist es nun mal halt. Ich kann, will und werde nichts daran ändern, bin ich ganz ehrlich. Denn es bringt mir im Endeffekt nichts außer Heuchlerinnen, Heuchler und Heuchlerinnen. Und es reicht schon, wenn ich... Halt still. Und es reicht mir schon, wenn ich auf der Arbeit schon so viele Heuchler um mich herum habe. Was? Es ist schon wieder Nacht? Ach du Schande. Schande über mich, Schande über dich, Schande über den Tagesanbruch. Wie gehen wir nach vorne hin? Naja, also das verbinde ich so mit Weihnachten. Damals, also väterlicherseits in der Familie, war es dann wiederum ein bisschen anders. Da haben wir ja mehr gezwungenermaßen alle zusammen Weihnachten gefeiert. Ich muss kurz was gucken. Okay. Und zwar haben wir wirklich jedes Jahr, also meine Oma damals hat jedes Jahr ein Krippenspiel aufgebaut. Mit einem riesen Baum und allem drum und dran. Wirklich allem drum und dran. Dazu muss ich sagen, meine Großeltern väterlicherseits waren relativ gläubig, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich hatte mit denen auch so gut wie nie Kontakt. Meine Familie ist echt kaputt. Fällt mir gerade so auf. Nein, das wusste ich vorher natürlich schon. Aber da... Ich kann nichts dafür, das ist ja alles vor meiner Zeit passiert, deswegen... Vor einer weit, weit entfernten Zeit. Na jedenfalls hat meine Großmutter väterlicherseits... Au. Immer so ein richtiges Krippenspiel da aufgebaut und hast du nicht gesehen, alles drum und dran. Wirklich diese komplette Happy Family Christmas. Ja, Show. Und wirklich Geschenke nur erst nach dem Essen öffnen und allem drum und dran. Was man als kleines Kind so mit 10, ich glaube, da war ich das letzte Mal, ich glaube, da war ich 12 oder 13 oder sowas, keine Ahnung. Das ist dann doch schon, Kinder sind sehr ungeduldig. Und ich war ein sehr, sehr ungeduldiges Kind. Ich bin heute noch sehr ungeduldig. Mal kurz schlafen gehen. Und da war es damals eben halt so, wir haben uns dann alle an einen Tisch gesetzt, gegessen, Fondue. Oh, Fondue, ich liebe Fondue, wenn das nicht so 10 Jahre dauern würde zum... Einziger Nachteil bei Fondue, es dauert ewig. Jedenfalls haben wir dann da gesessen, gegessen. So, wenn du dann da wirklich 3 bis 4 Stunden sitzt als Kind, du bist fertig mit Essen, beziehungsweise vor Hunger gestorben und darfst die Geschenke nicht öffnen. Das war eher die Hölle. Und vor allem, wenn du dann so ein Riesenpaket siehst, so 2, 3 Riesenpakete mit deinem Namen drauf, da würdest du Amok laufen normalerweise, ne? So, zumal, war immer die Hölle bei meinen Großeltern väterlicherseits, Weihnachten zu feiern. Da gab es wirklich keinen Kompromiss. Erst essen, niemand durfte sogar vorher den Raum betreten, wo der Baum und alles stand. Der Witz an der Sache ist, es sah jedes Jahr gleich aus, deswegen war die Tradition eher voll für ein Popo. Um es mal lieb und nett auszudrücken. Jedenfalls, an ein Weihnachten bei meinen Großeltern väterlicherseits erinnere ich mich sogar noch sehr gut. Das war, glaube ich, das einzige Weihnachten, wo mein Vater, Teufel hab ihn nicht selig, sehr spendabel war. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, was ich da gekriegt habe. Und zwar, jeder kennt Star Wars. Jeder kennt Star Wars. Jeder kennt Star Wars. Wenn du kein Star Wars kennst, dann mach hier Pause, guck dir alle 7 Star Wars Teile an und komm dann wieder und schüttel einfach mit dem Kopf, weil, ja, einfach so. Jedenfalls, damals erschien dann das allererste Mal der Millennium Falke in der Lego-Version. Die allererste Version, diese große Version, nicht diese kleine popelige Version, die man sich einmal in den Mund schiebt und dann ist er weg. Diese große Version. Ja, ich pack das Geschenk aus, war das drinne, der Millennium Falken. Der hat damals, lass mich nicht lügen, 99 oder 120 Mark gekostet. Gab es Euro schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe schon so kein Zeitgefühl mehr. Jedenfalls sehr, sehr teuer. Richtig, richtig teuer. Und den habe ich schon ausgepackt gekriegt.
habe ich mich natürlich mega gefreut, weil ich liebe Lego. Ich liebe Lego. Ich habe sogar heute noch Lego. Das Hobbit-Haus habe ich zum Beispiel noch. Das allererste Raumschiff von Boba Fett habe ich hier noch stehen. Ich sehe es sogar vor mir. Das steht hier rechts. Warte mal ganz kurz. Oh, warte mal ganz kurz. Warte. Ich stelle mich mal kurz hier so hin. So, schöne Aussicht. Warte kurz. Moment, ich bitte mal. Bin da eiskalt gegen den Tisch gekommen. Warte, welche Taste war das nochmal? Seht ihr mich? Hallo? Ja. Da. Das ist das allererste, denke ich mal. Ja, das Ding steht schon seit Monaten hier und ja, verstaubt. Jedenfalls. Bobas Fett, allererstes Raumschiff. Das ist noch vollständig. Ne, mit dem Carbonit. Carbonit heißt es, ne? Hahn. Sieht natürlich auch super gut. Autofokus. Naja. Ich denke mal, ihr wisst, was das ist. Und ich glaube, das Einzige, was hier wirklich fehlt, sind hier diese zwei Laserwaffen. Hier. Das ist das Einzige, was hier fehlt. Ansonsten ist das Raumschiff komplett. Den habe ich damals auch gekriegt, meine ich. Das war das allererste von den alten Filmen. Und das ist mein, ja, ganzer Star Wars Legos Stolz, weil es das Einzige ist, was ich noch von Star Wars Lego besitze. Ja, Entschuldigung für die Cam. Wollte ich eigentlich nicht mehr gemacht haben. Falls es euch interessiert. Jetzt gucke ich schon wieder in die Cam, obwohl die Cam ausgeschaltet ist. Na, Halleluja. Jedenfalls, den hatte ich, der war aber nicht dabei. Sondern das war, später habe ich das gekriegt. Jedenfalls, da hatte ich dann das zweite Paket. Das war auch nicht sonderlich klein. Das war auch schon relativ groß, so wie, ja, wie groß war das? Etwa die Größe eines Monitors der heutigen Zeit. Also so ein normaler Monitor. Jedenfalls, das packe ich dann aus. Was war da drinne? Das Raumschiff der Klonkrieger. Auch allererste Version. Habe ich mich natürlich auch riesig gefreut. Weil das Ding ist nämlich auch nagelneu gewesen. Hat auch keine Ahnung wie viele. Ich glaube auch wieder 100 Mark oder so. Oder 80 Mark oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Gab es Euro oder Mark? Ich weiß es echt nicht mehr. Ist viel zu lang her. War da drin. Also ich habe dann Millennium Falcon gehabt und Klonkrieger Transportschiff. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Wird, glaube ich, nicht wirklich erwähnt in den Filmen. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, dann kriege ich noch ein Paket. Was haben wir da drin? Ja, ich packe das Geschenkpapier, mache ich kaputt, packe aus. Was ist drin? Django Fett Raumschiff. Ja, ich habe 3 Star Wars Raumschiffe im Wert von mindestens 250 Mark oder Euro bekommen. Zu Weihnachten. Von meinem Vater, der zu geizig war, mir eine Mickey Maus zu kaufen. Also das Heft Mickey Maus. Also die Welt war den Tag vollkommen verdreht. Aber ich habe nicht hinterfragt, ich habe mich nur mega gefreut. Ich glaube, weil ich in der Schule eine gute Note geschrieben hatte, hatte ich, glaube ich, die Sachen gekriegt. Damals war es ja so, schreibst du gute Noten, kriegst du was geschenkt oder kriegst du extra Geld oder sonst was, keine Ahnung. Bei meinem Vater war es eben halt immer so gewesen, schreibst du gute Noten, kriegst du was Tolles geschenkt. Schreibst du schlechte Noten, kriegst du Mathe-Nachhilfe aufgebrummt, die du heimlich von deinem eigenen Taschengeld bezahlst. Ja, das war super. Ich habe die Mathe-Nachhilfestunden gemacht. Ich bin fleißig hingegangen, habe mich kein Stückchen verbessert und erfahre dann. Ach, sieh mal an, wir sind im Riss gelandet, okay. Erfahre dann paar Jahre später, nachdem ich die Nachhilfe nicht mehr gemacht habe. Nee, Quatsch. Ein Monat oder ein paar Wochen später, ich weiß nicht mehr genau wie lang, erfahre dann, dass die Mathe-Nachhilfen von meinem ersparten, passt auf, von meinem ersparten Geld bezahlt wurden. Weil mein Vater der Meinung war, er müsse für sowas nicht bezahlen, weil ich ja das lernen müsste.
Ich hatte über 400 Mark gespart, die wegen ihm für Mathe-Nachhilfe draufgingen, die für den Arsch waren. Ja. Das ist nur ein kleiner, das ist nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen von Gründen, wieso ich meinen Vater hasse. Ja. Ich weiß, dass es eigentlich ein ziemlich negatives Thema ist, aber heutzutage muss ich einfach nur drüber lachen und grinsen, weil da sieht man, was für... Also, das ist so ein extremer Kontrast, weil ich habe in meinem Leben noch nie einen Vater getroffen, der kein Arsch war. Gebe ich zu. Klar, jeder hat so eine Momente, wo dann so extrem spendabel ist oder super lieb, super nett und sowas. Aber ich habe noch nie einen getroffen oder kennengelernt, der eben halt der Vater des Jahres ist. Habe ich noch nie kennengelernt. Ich würde echt gerne mal wissen, wie sowas ist. Das finde ich ehrlich gesagt echt schon ein bisschen traurig. Vor allem als Kind, wenn du sowieso schon übergewichtig bist und in der Schule Probleme hast, keine Freunde, tralala, bla bla bla. Und dann noch so einen Vater zu haben, der übertrieben geizig ist, einen ständig als Lügner bezeichnet, nur weil er selbst keine Ahnung hat, ist auch so eine gute Story. Ich war damals mit meinem Vater und seiner Freundin unterwegs. Ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr privat, aber ganz ehrlich, ich mache da kein Geheimnis drauf. Mein Vater war ein Arschloch, er ist tot und ich bin happy. Mag zwar makaber und assi sein, aber ganz ehrlich, besser kein Vater als so ein Vater. Ich weiß, es gibt einige, die haben es schlimmer. Die tun mir auch richtig leid, bin ich ganz ehrlich. Aber für mich hat das schon ausgereicht, dass ich schon einen Knick in der Optik habe. Ne? Jedenfalls war ich mit meinem Vater damals und seiner Freundin unterwegs. Und da kam die allererste Xbox raus, ne? Also die allererste Xbox. Und hab dann gesagt, hier hör mal, die Xbox, so und so viel kostet die mit dem und dem Spiel. Das erste, was er mir gesagt hat: Ich lüge. Ja? Ohne sich vorher erkundigt zu haben, ich lüge. Also ich, nicht mein Vater, sondern ich würde ihn anlügen. Ein paar Wochen später erwähne ich das nochmal. Und er sagt: Stimmt. Hat es recht. Es stand in der Zeitschrift für so und so, dies und das. Ich habe bis heute keine Entschuldigung von ihm gekriegt. Traurig. Einfach nur traurig, sowas. Oder, ich habe mir damals, waren wir unterwegs auch wieder und habe mir dann, weil ich so ein Spielkind war, habe dann mit den Fingern immer so zwischen Ritzen da gefasst. Keine Ahnung, Sofa-Ritzen oder Arsch-Ritzen. Hoppla. Habe ich außerdem komplett Computer gemutet. Oder hier zwischen Kofferraum und hier, wenn man den Kofferraum aufmacht, hat man immer diese Ritze da im Innen des Autos. Habt ihr so mit der Hand durchgefasst und sowas. So. Er schlägt den Kofferraum zu. Ich brülle vor Schmerzen, weil ich mich erschrocken habe. Und das Erste, was mein Vater sagt: Du Arschloch! Bis heute keine Entschuldigung gekriegt. Das war mein Vater. Ah, wie ich ihn nicht vermisse. Wie ich ihm heute mit dem Schlagring einfach nur die Fresse polieren würde und einfach nur sagen würde: Nein, ich würde wahrscheinlich gar nichts sagen. Ich würde wahrscheinlich einfach nur genießen, wie er da verblutend auf dem Boden liegen würde. Er hat mir eine Spinne Kacke. Ja, das, ja. Hass kann manchmal stärker als Liebe sein. Und Orientierungslosigkeit kann manchmal echt des Todes sein. Naja, egal. Jedenfalls, das waren jetzt so kleine, intime Sachen, die mir jetzt einfach mal so in den Sinn gekommen sind. Ich persönlich finde es eigentlich ganz interessant, manchmal über sowas zu quatschen oder sowas loszuwerden. Oh, weil mittlerweile, ganz ehrlich, kann ich einfach nur noch drüber lachen oder den Kopf schütteln. Und es ist mir eigentlich relativ scheißegal, was andere Leute darüber denken.
Das ist meine Meinung über meine Familie, die voll für den Arsch ist, alle nur an sich denken und zu den seltsamsten Zeiten anfangen, sentimental zu werden. Ich hätte ja vorhin erwähnt, dass ich ja wegen meines Stuhls nicht weiter aufnehmen kann. Ich habe jetzt einen provisorischen Stuhl mit höherer Lehne und sowas, aus Holz, so richtig massiv und sowas, noch Altbau. Da sitze ich momentan drauf. So. Und da ist ein Zombie mit Goldrüstung. Aber das ist nicht gut. Rein. So. Jedenfalls, was soll ich jetzt sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das ist ein bisschen doof. Ja, ist ja egal. Jedenfalls, Kacke, ich habe echt vergessen, was ich sagen wollte. Habe ich was zu trinken hier? Mein Hals tut weh. Nein, habe ich natürlich nicht. Ja genau, zu den seltsamsten Zeiten fangen sie an, sentimental zu werden. Vor allem, ich hatte jetzt, genau, beim Stuhl. Ich habe jetzt momentan einen provisorischen Stuhl, weil meine Tante, ich hatte meine Tante angeschrieben. Die hatte nämlich meinem Opa damals nämlich so einen Bürostuhl gekauft, was insgeheim ein Gaming-Stuhl ist. Also so wirklich einer fürs längere Gaming, fürs Spielen und sowas. Hat die meinem Opa gekauft, so. Und hab dann gestern angeschrieben, so, bla bla bla, so sieht's aus. Mhm. Hast du vielleicht noch einen alten Bürostuhl bei dir in der Firma rumstehen, der ausgemistet werden kann? Oder der weggeschmissen werden soll? Ja, krieg heute die Nachricht. Stuhl ist bestellt, kommt jetzt am kommenden Mittwoch bis Freitag. Und ist der gleiche, den mein Opa hat. Der so im 200er Euro Bereich liegt. Oder liegen soll. Der scheint zwar jetzt reduziert zu sein, aber... Das ist nicht das, was mich eher so ein bisschen irritiert, sondern was mich wirklich echt irritiert ist. Sie hat sich jahrelang, wirklich jahrelang einen Scheiß für mich interessiert. Aber richtig einen Scheiß für mich interessiert. Nein, 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 nein. Das ist jetzt nicht wahr. Und auf einmal fing die mich dann an, mich da über mein Hobby auszuquetschen. Und mich als Nerd zu beschimpfen. Gut, ich bin ein Nerd. Aber... Hey? Da fragt man sich ja dann doch schon irgendwie... Was geht in den Köpfen dieser Menschen vor? So, ich frage mich gerade, haben wir überhaupt noch was zu essen da? Und die ruckelt es gerade ziemlich. Das finde ich gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht warum. Ich muss immer die FPS-Zahl suchen. Bin ich blöd? Ah doch. Ach, das ist hier Fackel, die so ruckelt. Ich kann nicht pennen, na klasse. Gut, wir müssen die Nacht hier so durchmachen. Ach, da sind sie. Ja gut, bei Fackeln ruckelt es natürlich immer extremer. So. Jedenfalls, das war so ein kleiner Einblick jetzt in meine Familiengeschichte. Oh nein. Nein, 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 nein. Na toll.